Shooting Star am 15-Monats-Hoch. Na super. Ja, das war heute mal ein heißer Tag. Mit den CPI-Zahlen sind wir also, wir gehen gleich in die kürzeren Zeiteinheiten, sind wir also dann endlich mal über diese 15.670 nachhaltig drüber. Ich zeige das nochmal deutlich hier. Das ist jetzt heute, war das der 12. Anlauf, dieser hier. Und dann haut er uns da so eine Kerze rein. Das ist eine ganz schwierige Situation momentan. Hier sind die 11 kleinen Verrecker, nennen wir es mal so, immer mal drüber, Vertrauen missbraucht, sagen wir es mal so, um dann irgendwo wieder runterzukommen. Wir waren heute Nachmittag, ich glaube, das war zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, waren wir sogar wieder unter der 15.670. Nur jetzt holt er sich gerade eben hoch. Wir haben sowieso Mittwoch und das ist jetzt, wie viel haben wir? 17.48 Uhr. Im Moment handeln wir bei 15.728. Also, das war echt spannend heute und es war rasend schnell. Deswegen, ich gehe jetzt mal, bevor ich jetzt in den Tag reingehe, ich gehe mal auf so einen 5-Minuten-Chart. Hier ist das Problem. Wenn einer gesagt hat, komm, ich bin short, weil ich der Meinung bin, der Markt geht runter und hat sich hier ein bisschen drüber gestoppt, sagen wir mal hier ungefähr, also ein bisschen Sicherheitsabstand. Machen wir mal 15.750 und er hat diesen Stop nicht mit einem Limit versehen. Dann kann das passiert sein, dass der hier oben irgendwo ausgedödelt wurde. Also ich hoffe nicht, dass es einem von euch passiert ist, aber das ist definitiv passiert. Weil diese Bewegung innerhalb von 5 Minuten von 15.680 auf 830, die war schon heftig. Die war, wie vieles, immer mal wieder übertrieben, aber sie fand statt, wo man aus dem Sonst wird abfanden. Und dann gehen wir back to Breakout. Da sind wir hier, da wieder. Und hier war das, wann war denn das genau? Um 17.10 Uhr sind wir dann unter die 15.670 gefallen. Hätten wir dort geschlossen. Und dieser Versuch wäre also hier erneut zum Scheitern verurteilt gewesen. Da hätte ich auch gesagt, dann sehen wir nächste Woche die 14.800. Jetzt hat er sich aber in den letzten Minuten hier wieder reingerettet mit dem Schlusskurs auf jetzt momentan, hier seht ihr es, 15.730. Er hat sich die Chance bewahrt, hier oben zu bleiben. Aber jetzt gehe ich wieder auf den Tag. Das ist eine bitterböse und ein perfekter Shootingstar. Am oberen Band. Hier ist es hoch. Und wir schließen in der Nähe der Tagestiefskurse. Schlusskurs Xetra war, glaube ich, 15.703. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Vielleicht habe ich auch zu spät geschaut. Oder hatte die Brille wie üblich nicht auf. Also wie auch immer, das ist keine schöne Kerze. Jeder Short, der jetzt hier gemacht wird, muss hier oben drüber. Das ist 5.800, sagen wir mal eher 50 bis 60, muss hier mit dem Stop versehen sein. Aber jetzt schaut euch das mal an. Angenommen, ihr wart jetzt mal 4 Wochen oder hier vom 6.2. Dann sind wir jetzt also ein dritter, vierter, 2 Monate, wart ihr im Urlaub und kommt hier rein. Welches Vertrauen sollte ich haben, diesen Markt zu kaufen? So nach dem Motto, ich gehe long und da kriege ich immer eins auf die Nase. Ich gehe long, ich kriege immer eins auf die Nase. Hier auch wieder, bin long und zack, schon wieder eins auf die Nase. Das ist, also ich glaube, den Longs geht langsam echt die Lust aus. Das ist das eine. Zum zweiten bin ich mir ziemlich sicher, jetzt gehe ich mal auf den 4-Stunden-Chart, dass in dieser Bewegung hier sehr viele Shorts verbrannt wurden. Nicht nur viele Scheine K.O. gegangen sind, sondern auch sehr viele Shorts verbrannt wurden. Und da fehlt jetzt, wie ich das nenne, die Downside Protection. Das war weiter hier hinten irgendwo, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass der Markt nennenswert runterkommt, weil jeder hat irgendwo einen Put. Und ist heilfroh, wenn er den plus minus null oder mit einem kleinen Verlust oder vielleicht sogar mit einem Gewinn rausbekommt. Aber jetzt wurden hier doch mit Sicherheit einige Shorts gegrillt. Das deutet die Geschwindigkeit der Bewegung an. Und vor dem Hintergrund gibt es nicht mehr so viel Shorts. Das heißt, wenn der Markt jetzt fallen sollte, ist da keiner mehr, der sagt, hurra, es geht runter, ich habe noch Putz und ich möchte die jetzt gern mit Gewinn veräußern. Ich glaube, das hat sich deutlich reduziert. Vor diesem Hintergrund, ich möchte es mal so formulieren, habe ich jetzt hier am 4-Stunden-Chart zwei ganz wichtige Marken. Die eine ist dieser Bereich hier um 15.480. Können wir sogar runternehmen, 15.470. Das kommt von hier hinten 1, 2, 3 Mal, 4 Mal. Und da ist das untere Band auf 4 Stunden Sicht. Wenn wir das knacken, ist ein Eintauchen in diese, wie ich das immer nenne, Soft Landing Area zwischen 15.270, die Marke kennt ihr noch, und 15.300
Sehr wahrscheinlich. Dennoch, jetzt muss ich nochmal zurück auf den Tag. Was wir hier gemacht haben, wir schließen auf einem 15-Monats-Hoch. Ich meine, das letzte wäre gewesen am 20.01.2022, da waren wir höher. Und wir haben jetzt ein 15-Monats-Hoch. Von der technischen Sicht her sind wir hier, was leicht negativ war, jetzt sogar wieder neutral, also minimalst positiv. Würde ich aber nicht so viel drauf geben. Wir bleiben hier im überkauften Bereich, aber wir haben kein frisches Signal. Wir sind nicht hier drunter gegangen. Was mir natürlich missfällt, ist dieser Shootingstar. Es ist ein schlechtes Signal. Wir hatten sowas hier, wir hatten sowas hier. Das hat immer für ein paar Punkte gesorgt. Es ist nicht einfach, jetzt zu sagen, wo gehen die nächsten 200 Punkte hin? Ja, nochmal, wir haben dieses 15-Monats-Hoch. Das ist erstmal grundsätzlich gut, aber dem steht entgegen eben dieser Shootingstar und sowas darf ich überhaupt nicht mögen. Das macht mich immer hellhörig für Shorts. Ich habe tatsächlich fast alle Positionen jetzt raus, bis auf eine, die ich heute eingegangen bin. Da bin ich recht stolz drauf. Das war Nordex und zwar auf der 200-Tage-Linie. Könnt ihr mal im Chart schauen. Das war bei, wo war denn das? Das war 11,40, also die ist bei 11,34 und ich bin dann in die Calls rein bei 11,40. Und die stehen jetzt auch irgendwo wieder ein bisschen höher. 11,70 waren schon 11,80. Das ist die einzige Position, die ich habe. Es war auch zu schnell, ich hatte auch keine Limite drin, um hier Puts zu kaufen. Ich möchte gerne das mal sehen, was heute Abend noch die Amis machen. Da hatte ich heute Morgen Nasdaq-Film gemacht. Sieht eigentlich auch ein bisschen nach Korrektur aus, aber das kann auch eine Seitwärtskorrektur werden. Zurück zum DAX. Wir haben hier also ein sehr, sehr gutes Unterstützungsniveau. Ich bin immer noch hier im Tageschart. Ja, das ist also dieser graue Kasten hier. Da liegt auch die 20-Tage-Linie. Eine Traute, dass wir jetzt von hier aus weiter hochgehen und doch nochmal die alten Highs sehen bei 16,2 Ungrad, habe ich nicht wirklich. Weil, wie ich es gerade eben geschrieben habe, wenn einer long war, zack auf die Nase, long, zack auf die Nase, long, zack auf die Nase. Und das ist einfach, das ist unschön. Aber es ist natürlich auch so, dass sich dann genauso wie die Shorts abgebaut wurden, sich die Longs hier nicht mehr richtig reintrauen. Das heißt, das kann jetzt hier ein geringes Volumen dafür sorgen, dass wir größere Bewegungen haben. Mal ganz kurz einen Blick auf den VDAX New. Das hier war Mitte März, wo wir runtergegangen sind auf 14.500. Da war die Wolle so bei 28. Die ist jetzt bei 18. Das ist nicht viel. Ja, ich möchte nicht sagen, das ist normal. In den letzten, das ist jetzt hier ein Einjahreschart, war das immer höher. Aber 18 ist verglichen eben mit dem vergangenen Jahr tief. Also ich finde es erstaunlich, dass die so tief ist. Die ist bei 18,03 oder sowas war der heute. Gehen wir mal ganz kurz nochmal auf die 4-Stunden-Ebene. Komm her. Und dann mal auf die Stunde runter. Von der 4-Stunden-Ebene bin ich hier leicht negativ. Völlig neutral über das MACD. War auch am oberen Band. Bin sogar raus und wieder rein, was ein schlechtes Zeichen ist. Und die Bänder werden immer enger. Ich habe hier kein frisches, neues Signal. Gar nichts, auch nicht für die nächsten 2 Tage. Auf Stundenbasis hat er sich deutlich abgebaut durch diese, also ist schon eine fiese Kerze jetzt, muss schon wirklich sagen, das ist schon ein böses Ding. 15.832 war das hoch, meine Fresse. Auf Stundenbasis könnt ihr den Trendfolger völlig vergessen. Das ist rein raus, rein raus, rein raus. Das bringt gar nichts, gar nicht draufschauen. Einfach negieren, bis wieder so eine Sinustechnik hier reinkommt. Sowas hier oder sowas hier. Also momentan gar nicht draufschauen. Dann haben wir einen neutralen Bereich, sogar ganz leicht noch im Negativen über die Stochastik. Und von den Bändern her, wir sind am oberen Band bei gerade eben 15.734. Gibt mir eigentlich auch kein frisches Signal. Ein besseres Signal hätte ich jetzt, wenn wir hier drüber wären. Ich nehme zur Kenntnis, dass wir über der 15.670 heute im 12. Versuch gestartet sind oder geendet haben. Das ist grundsätzlich positiv. 15 Monate hoch, grundsätzlich positiv. Aber mir gefällt einfach dieser Shootingstar momentan nicht. Dann warte ich ab. Das hier sind die Scheine, die ich auch letzte Woche schon drin hatte. Die Hebel verändern sich halt hier wirklich dramatisch. Das muss ich schon sagen. Ja. Ich lasse es mal drin stehen. Ich glaube, ich kann das sogar ein bisschen größer machen. Mal gucken, ob euch das jetzt was hilft. Aber ich bin vorsichtig. Ja. Ich
mag so Shootingstars nicht, aber wenn er mir morgen beweist, dass er über die 15.833 oder was das war, drüber geht, dann ist das alles Makulatur. Im Moment kann ich den Markt trotzdem nicht kaufen. Da bin ich ganz ehrlich zu, ich möchte nicht sagen ängstlich, aber da möchte ich doch gern ein bisschen abwarten, was der dann morgen noch bringt und vor allen Dingen, wie heute die Amis schließen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.